So, erste Reaction auf die erste Single vom brandneuen Album von Capital, CB7 ist jetzt heute released worden und ich werde tatsächlich auf das ganze Album reacten. Natürlich nicht auf die Songs, die schon draußen sind, aber auf den Rest und ja, da sind auf jeden Fall viele Tracks mit am Start, 21 insgesamt. Und heute Makan of Complex, der erste Track. Das gleiche Prinzip mache ich gerade auch mit AZs Album. Also ich werde jeden Tag 2 Singles von jedem Album hochladen. Einmal um 12 Uhr, einmal um 18 Uhr. Schaltet da auf jeden Fall ein, wenn ihr Bock habt. Oder vielleicht sogar um 15 Uhr, müsst ihr einfach mal schauen. Und ja, jetzt Capital. Makan of Complex ist der erste Track. Ich bin gespannt und wir können auch direkt reingehen. Das ist, glaube ich, dieser Track, der immer ganz am Ende gekommen ist von den ganzen Single-Auskopplungen. Und wenn es der ist, ja, dann ist es für mich... Ach, wir werden einmal sehen. Let's go. Gefühl. Ja, ja, bra. Das ist der, glaube ich. Es ist er, es ist er. Was geht ab, bra? Berlin lebt, ihr Band. Berlin lebt, ihr Band. Weiß Bescheid. Der Typ ist so verrückt, Digga. Naja, ich glaube, es gab mal ein Leak davon, dass Samra auch drauf ist. Ich habe gar nicht drauf geguckt, welche Features überhaupt drauf sind oder sonst irgendwas. Ich hoffe, Samra ist mit drauf, Alter. GTS-Band. Er hat mich so hängen lassen gerade, das war gerade voll peinlich, Mann. Oh nein, Mann. Also der Beat auf jeden Fall 1 plus. Okay. Hauptsache, ich hab Packs in der Bauchtasche. Kripos auf der Hauptstraße, die ich auslache, weil ich aufpasse. Erinnert mich gerade so schlimm, krass an Capitals Kukubra-Zeiten und so. Wladimir Putin, Digga. Krass, Mann, dieser Einstieg war gerade wirklich sehr stark. Jalla, weg, weg, Kapital ist weg. Wer will mich als Feind haben, Schüsse aus dem Leib haben. Ich bin zugeguckt mit Noten im Hotel und lass mir einblasen. Das lassen wir unkommentiert, aber wenn seine Kinder mal sowas hören, Digga, soll jeder selber wissen, was er da rappt oder soll jeder selber wissen, was in Zukunft passiert. So, ich sag, ich halte mich aber bedeckt. Scheiß drauf. Ich will jetzt auch nicht diese Hodja-Karte spielen, aber so, ihr wisst selber, dass es eigentlich nicht geht. Unter Einschlag, der Brother, die ist drauf. Gucci Cappy Thief, Boxerschnitt ist out. Und ich. Gucci Cappy Thief, Boxerschnitt ist out. Das ist, glaube ich, ein. Wie nennt man diese nochmal, Digga? Eine Spitze. Was, Bruder? Ein versteckter Diss gegen Mert, aber sagt es kein. Mert hat auch letzte Woche Samra gedisst, deswegen, ich weiß es. Also, ich glaube schon, dass es gegen Mert war. Boxershit ist out. Also, sozusagen, Mert ist out. Oder Merts Album. Sei ja mal dahingestellt, ne? Diese scheiß Nazis, das Einzige, was Kapi ficken kann, sind 2 Kapis. Das Einzige, was Kapi ficken kann, ist 2 Kapis. Krass. Das war, die Line war gerade brutal, Mann. GTS-Band. Why, why? Mein GTS-Band. Why, why? Kapital. Das ist Makarov Komplex. Also die Hook habe ich schon richtig krass gefeiert. Bei den ganzen Singles, als es am Ende gekommen ist, deswegen Hook für mich 10 von 10. Das ist Makarov Komplex. Ja, Bratte. Und hab schon die Tatwaffe. Ich komm in die Sparkasse. Das ist für mich einfach der alte Kapital, der gerade anfängt zu rappen. Und ich feiere das gerade so brutal. Bra Musik, fick alles aus Prinzip. Bra, ich mach Profit. Roll im Lambo Anthrazit. Ja, der Bra hat Appetit. Hey, Stilly Kappa. Also ich sag's mal so, für mich ist es gerade ein bisschen komisch, Capital so zu hören oder so zu realisieren, dass es gerade neu rausgekommen ist, weil er hat halt auch so krasse Sommerhits. Also ich bin mittlerweile an den Sommerhit Capital gewohnt, so. Deswegen, ich weiß es nicht so. Weißt du, was ich meine? Also dieser Capital so ein bisschen, wie soll ich sagen, so als ob ich gerade einen alten Track von damals höre, ist es gerade. Ukraine, ich stock keine Grips und Schwanz. Deine Crips und Blatt machen sie zu Platz. Deine Crips zum Platz machen im Sitzenplatz. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht mit solchen Leuten anlegen. Kapi ist der King, fick den Rest, Achi, ja. Weil ich löse auf wie Nescafé. Ja. Weil ich löse auf wie Nescafé. Das war wieder geil. Also das Ende vom ersten Part, die Line war geil und das war gerade auch geil, Mann. GTS-Bands. Ich glaube, mehr als GTS-Bands wird nicht kommen. Wir können aber trotzdem weiterhören, weil ich will mich auch wirklich kurz fassen, weil ich will jetzt nicht jeden Tag 10 Minuten Videos raushauen zu irgendwelchen Reactions, wenn dann nur mit Video, aber wir haben ja hier kein Video, deswegen, ja. Mein GTS Flex, Capital ist back, Capital, das ist Makarov Complex. Okay, damit, ja, können wir auch eigentlich, warum?
Ja, hör doch auf. Naja, Like habe ich auf jeden Fall dem Lied gegeben. Ist ein guter Track auf jeden Fall, ein guter Track. War so ein bisschen überraschend, weil man diesen Kapital zurzeit nicht gewohnt ist. Aber ja, Makarov Komplex auf jeden Fall ein sehr starker Track. Was ist eure Meinung? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bin halt gerade auf diesem Trip von Kapital. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Oder Frühstück in Paris. Oder so, okay, komm, war nochmal auch krass, Bruder. Aber dieses Makarov Komplex, das erinnert halt wirklich sehr stark an den alten Kapital. Deswegen, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie fandet ihr diesen Track? Würde mich interessieren. Ansonsten lasst gerne ein Like auf diesem Video da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, dann würde ich sagen, ich bin raus. Wir sehen uns dann zur nächsten Kapital-Reaction zu Keine Helden im nächsten Video dann. Einfach abchecken. Ich bin jetzt raus. Peace.